Genau 20.40 Uhr gelandet mit dem Chat hier vor dem Magazin und bereits gebührend empfangen hier bei uns. Er wird gemeinsam mit seinem Teamchef Christian Horner und mit dem Designer Adrian Newey heute hier zu Gast sein. Wir sprechen natürlich über die Weltmeistersaisonen und auch einen kleinen Ausblick werden wir wagen auf das Jahr 2013 und das Jahr 2014. Das wird eine richtig schöne Sendung. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. Jetzt geht's los. Sport und Talk aus dem Magazin. Servus. Servus, guten Abend. Freut mich, dass du es zu uns geschafft hast. Wir wissen das durchaus zu schätzen. Eine Menge PR-Termine für dich. Zehntausende, gefühlte 10.000 Interviewanfragen in der letzten Woche bei dir. Erste Frage deshalb an dich. Wie geht's dir? Hattest du auch mal kurz Zeit zum Durchatmen, mal Zeit für dich, auch das Ganze zu genießen? Ja, schon ein bisschen. Ich meine. Allerdings in Zeiten wie diesen, wo sich die Meldungen in den Zeitungen überschlagen, da werden Vergleiche mit Michael Schumacher wach, mit Ayrton Senna, dann gibt es die wildesten Presse. Es ist für mich oder für uns sowieso besser, wenn wir nicht alles verfolgen, was gesagt und geschrieben wird. Gerade anfangs letzte Woche gab es ja nochmal Neuigkeiten mit gelben und grünen Flaggen und das hat uns nochmal kurz... Hin, da haben wir auch ein paar Bilder vorbereitet aus der Fabrik. Genau, ja. Wie war der Empfang? Ja, das ist natürlich gigantisch. Ich meine, wenn man die ganzen Leute dann wirklich alle zusammen mal sieht, vor einem stehen. Sind ja doch mehrere hundert Leute und natürlich so empfangen zu werden, man sieht es ja auch. Ich glaube, wir haben dann vor Ort direkt ein bisschen gefeiert, dann ging es natürlich direkt wieder zurück. Mhm. Boxenstopp in Graz, Ausnahmezustand, Vettelmania in der historischen Altstadt. 20.000 Fans, jeder Quadratzentimeter ist besetzt. Alle wollen den Weltmeister sehen, Vettel hautnah und in Action. Das hört man gern in der Steiermark. Also Vignette drauf und los geht's zum Red Bull Ring. Vettel bringt seine geliebte Abby über Landstraße und Autobahn von Graz nach Spielberg in die heimische Garage. Noch bleibt es ein Traum, das Projekt Spielberg, aber in der Formel 1 ist nichts unmöglich. Das ist wirklich heute noch kommen. Kann man es da unten reingehen dabei? Good to have you here. Please take a seat. Please take a seat. Adrian, Sebastian. Adrian. So.